Willkommen auf den Straßen von Berlin. Zwischen Hochhäuser, Ratten und Benzin. Ich habe ja auch nicht gesehen mit Werbetafel. Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja sicher, das machen wir heute. Wir gucken uns ein paar Kuriositäten aus dem Straßenverkehr an. Mutproben, andere Manöver, Straßenschilder. Ich kann nicht sicher, ob sowas erlaubt ist. Ich auch nicht, aber eben 12 Volt dran geklebt da hinten an der Tür. Ja, das könnte wohl klappen. Ich wünsche viel Spaß beim Video. Und damit herzlich willkommen zum Remake der Folge 34. A few moments later. Fuck! Tja, das waren die Einkäufe vom Beifahrersitz. Super, danke! Gern geschehen. Sie haben schon mitbekommen, dass Sie genau vor das Taxi gesprungen sind? Nö, ist ja egal, ist ja Ihr Leben. Der Mercedes ist auch ein bisschen quer gegangen gerade vor uns. Mhm. Was macht der jetzt? Der ist falsch Leute. Gefahren. Sind alle falsch gefahren, oder was? Ja. Wie können denn so viele Menschen falsch fahren? Na, die dürfen da nicht geradeaus auf die Autobahn fahren und denken sich, na dann fahren wir jetzt hier und wenden wieder. Ah. Das ist der quer, siehst du mehr. Aber so schön wie der BMW von eben kann halt nicht jeder dürften. Passt schon, danke dir. Da hat aber fast den Baum mitgenommen. Ja, das war auf jeden Fall knapp. Hier wird's jetzt gleich nicht knapp, aber dafür extrem langsam. Ja, 30 ist was anderes als 20, Oma. Was wird das jetzt? Ja, fahr zu! Oh, meine Fresse! Da willst du mal nett sein und zack, bist du wieder angearscht. Wäre ich einfach dran vorbeigefahren, hätte ich die Ampel noch bekommen. Aber sie wusste wahrscheinlich einfach nur nicht, wo sie hin muss. Und alleine wie sie in dem Auto sitzt, spricht eigentlich schon Bände. Ach ja, und auf der Bussport sie beim Abbiegen eigentlich auch nichts verloren. Apropos Bus. Ibis sieht den Bus da hinten und entscheidet sich netterweise, ihn mit Lichthupe durchzuwinken. Komm durch, ich lass dich. Oh, gütig bin ich. Ist das nicht nett? Oh. Euch lasse ich eigentlich nicht. Idioten, ey. Warum muss man denn bei Gegenverkehr ein einparkendes Auto überholen? Die ganzen Fahrzeuge hier rechts, die auf dem Fahrradschutzstreifen stehen, warten da, um in die Waschanlage zu fahren. Das ist so natürlich nicht in Ordnung und ich kann da sehr gut den Unmut der Fahrradfahrer nachvollziehen. Aber jetzt müsst ihr erstmal gleich genau hinhören. Danke. Ja. Ach, und ein Kind hat er auch noch hinten dran. Schön, du bleibst stehen, Kollege. Wieso? Weil er den Spiegel berührt hat. Ist denn der in Ordnung oder was? Sie haben unseren Spiegel gestreift, Sie bleiben bitte stehen! Hier hört man ja ganz eindeutig, wie er sagt, I don't care. Die anderen Sachen, die er da gesagt hat, waren sowohl im Innenraum wie auch auf der Dashcam nicht zu verstehen und da ich mich an der Stelle auch nur immer wieder wiederholt habe, habe ich mich dazu entschieden, das Ganze rauszuschneiden. Im Endeffekt wollte er uns wohl mitteilen, dass er nur mit seiner Jacke gegen den Außenspiegel gekommen ist. Da der Außenspiegel aber nach vorne weggeklappt war, konnten wir jetzt von innen nicht sehen, ob da ein Schaden entstanden ist oder nicht.
Deswegen wollte ich eigentlich nur von ihm, dass er kurz mit anhält, um zu gucken, ob da ein Schaden entstanden ist. Er hat mir aber hingegen unmissverständlich klargemacht, dass er nicht anhalten wird. Und so ist es dann zu folgender Situation gekommen. Was machst du denn jetzt? Nur meine Jacke, okay? So. Ja, wir gucken erstmal, ob da ein Schaden ist. Ob, we look if there is a damage, then we call police. If no damage, okay. Ist da ein Schaden? Also da ist eine schwarze Schramme, aber ich glaube, die war schon eher da. Weil ich bin der Meinung, da ist... Glaubst du ja wohl nicht. So, und sie blafft mich an, warum wir hier auf dem Fahrradweg stehen. Das ist ein Fahrradweg. So. Polizei, ja. Schade. Erstmal vorweg, ja, die Aktion mit dem Quer auf den Fahrradweg stellen war scheiße und ich würde heute auch ganz sicher nicht nochmal so reagieren. Ich hätte mich da lieber gleich so hinstellen sollen, wie ich jetzt stehe. Aber die Situation ist mittlerweile auch über 3,5 Jahre her und damals bin ich noch etwas aggressiver gefahren, als ich heute fahre. Und auch wenn es in dem Video etwas heftiger aussieht, bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass ich irgendjemand mit dem Auto treffe. Und ich möchte auch nochmal sagen, wie dreist ich das Verhalten von dem Radfahrer eigentlich finde. Weil nach einem Unfall, egal wie klein, hat man gefälligst anzuhalten. Auf die Schnelle konnte er nämlich garantiert nicht sehen, ob da jetzt ein Schaden entstanden ist oder nicht. Der ist auf jeden Fall ein richtig gutes Vorbild für sein Kind. Was war das denn? Ein schneller Auto? Ja, das kann man wohl sagen. Boah, what the fuck, Alter! Und direkt der Nächste, der einfach über Rot ballert. Und die Dame im BMW schießt jetzt gleich komplett den Vogel ab. Sie fährt einfach über Rot! What the fuck? Die Ampel ist noch rot. Und hier dürfen wir jetzt endlich mal über Rot fahren, aber der Mercedes vor mir checkt's leider nicht. Also gibt's von der Polizei erstmal nochmal eine extra Einladung. Aber gut, lieber einmal zu wenig über Rot als einmal zu viel. Hinter meinem Dad kommt ein Blinky mit Blaulicht angefahren. Also fährt er rechts ran und macht vorbildlicherweise Platz. Aber der Audi dahinter denkt sich so, nö. Sag mal. Und zur Krönung des Ganzen fährt er dann auch noch über Rot. Hier kommt jetzt auch ein Blinky mit Blaulicht und Sirene von hinten und der kommt nicht vorbei, wenn mal wieder Autos illegal auf der Busspur fahren. Meine Fresse, ey. Und kaum ist der RTW vorbei, zieht der silberne Skoda direkt wieder rüber. Solche Leute wie der Skoda und der Caddy dahinter sind einfach nur zum Kotzen. Aber wenigstens funktioniert hier die Rettungsgasse einigermaßen. Und solche Leute wie der BMW hier sind wirklich die größten Arschlöcher, die es gibt. Wie kann man nur so egoistisch sein? Egal wie eilig du es hast, es ist niemals ein Grund, um hinter einem Rettungswagen durch die Rettungsgasse zu fahren. Eigentlich müssten sie die Strafen für sowas noch höher machen. Und jetzt zum Runterkommen erstmal nochmal was Lustiges. Die beiden Fahrer vor Julius können scheinbar überhaupt nicht abwarten, dass die Ampel endlich grün wird. Und wie jeder weiß, wird die Ampel natürlich schneller grün, wenn man langsam über die Haltelinie rüberrollt. Aber sie haben es ja endlich geschafft, die Ampel wird grün, wuhu! Da habe ich aber auch noch ein schönes Video. Auf allen drei Spuren rollen sie langsam über die Haltelinie. Das muss ja unfassbar schwer sein, einfach mit dem rechten Fuß die Bremse durchzutreten. Aber vielleicht hatten die auch einfach alle SpongeBob im Ohr. Perfekt, einmal komplett über die Haltelinie gefahren. 12 seconds later. Und weil es so schön war, das gleiche Spiel direkt an der nächsten Ampel nochmal. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Remake der Folge 34 hat euch gefallen und falls ja, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar und Abo da. Wie ich ja bereits angekündigt habe, wird es in nächster Zeit immer mal wieder Remakes von alten Folgen geben, was halt daran liegt, dass einige der alten Folgen urheberrechtlich geschützte Musik enthalten und deswegen teilweise gesperrt sind. Aber keine Sorge, in 2 Wochen kommt wieder eine normale Folge. Bis dahin!
Ciao.